Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am gestrigen Tag ist in Ungarn ein Mitglied der liberalen Oppositionspartei Momentum verhaftet worden. Und die Rechtsgrundlage für diese Verhaftung war eines der neuen Corona-Gesetze der Regierung Orbán, mit denen angeblich gegen Fake News gekämpft werden soll. Tatsächlich hatte das Mitglied der liberalen Oppositionspartei Momentum nichts anderes getan, als eine gesundheitspolitische Maßnahme der Regierung zu kritisieren. Und das zeigt, dass dieses Gesetz in Ungarn sich einreiht in eine ganz bedrohliche Tendenz, die wir in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union schon seit einiger Zeit beobachten können. Ob die Justizreform in Polen, die Wahlrechtsreform in Polen, die Beschneidung der Oppositionsrechte in Ungarn, die Beschneidung der Pressefreiheit in Ungarn, es droht, dass in der Corona-Krise diese Tendenz noch zunimmt. Und deswegen ist es richtig, dass wir im Deutschen Bundestag hier ein Zeichen setzen mit dieser Debatte für eine europäische Grundwerteinitiative und auch für einen Rettungsschirm, der nicht nur die Wirtschaft umfasst, sondern auch den Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber warum muss eigentlich das Parlament eines Mitgliedstaats sich mit den Entscheidungen der Parlamente anderer Mitgliedstaaten auseinandersetzen? Ist es nicht die souveräne Entscheidung des polnischen und des ungarischen Parlaments, zu entscheiden, was es möchte und entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen? Haben wir nichts Wichtigeres zu tun in der Corona-Krise, als uns mit Polen und mit Ungarn zu beschäftigen? Natürlich sind auch andere Fragen von Relevanz. Aber wer so argumentiert, der verkennt völlig, dass die Europäische Union eine Rechts- und Wertegemeinschaft ist, dass Verträge innerhalb der Europäischen Union abgeschlossen worden sind, mit denen Demokratie und Rechtsstaat für alle Bürgerinnen und Bürger gelten. Und wenn die Grundrechte von polnischen und ungarischen Bürgerinnen und Bürgern beschnitten werden, dann werden nicht nur deren Grundrechte beschnitten, sondern dann werden gleichermaßen die Grundrechte europäischer Bürgerinnen und Bürger beschnitten. Und deswegen müssen wir hier darüber sprechen, dass das auch eine Frage der Grundwerte unserer gemeinsamen Europäischen Union ist. Denn der Rechtsstaat, er umfasst als eine gemeinsame Vereinbarung die Werte der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Werte der Grundrechtecharta. Darauf haben wir uns verständigt. Er umfasst den Wert Demokratie. Und das heißt gerade mit Blick auf das Thema Viktor Orbán und Herrn Kaczynski, dass aus einer Minderheit in Polen und in Ungarn auch wieder eine Mehrheit werden kann. Und wer das verhindern will, der verübt einen Anschlag auf die europäische Demokratie. Und deswegen müssen wir uns auch an die Seite der mutigen Zivilgesellschaft in Polen und in Ungarn stellen, die ein Zeichen setzen ihrerseits gegen diese Tendenzen des Autoritarismus mitten in der Europäischen Union. Nun ist es so, meine Damen und Herren, dass sowohl der Antrag der Grünen als auch der Antrag der Freien Demokraten einige ganz konkrete Vorschläge machen, über die wir hier miteinander diskutieren wollen. Ich will Ihnen vier ganz besonders ans Herz legen. Als allererstes wäre es ein großer Segen, wenn die Unionsfraktion und wenn die CDU in Europa sich endlich dafür einsetzen würde, ihren Parteifreund Viktor Orbán endlich aus der EVP zu schmeißen. Es ist längst überfällig, dass ein solcher Schritt erfolgt. Es ist überhaupt nicht zu verstehen, dass dieser Typ immer noch von Ihnen als Parteifreund akzeptiert wird. Und es gibt ja konservative Regierungschefs und Parteichefs, die das längst auf den Weg bringen. Ich habe da die Unterschrift von Frau Kamm-Karrenbauer vermisst und hoffe, dass diejenigen, die sich jetzt bewerben, um den CDU-Parteivorsitz da auch mal sagen können, wo sie stehen. Wir sollten, meine Damen und Herren, als zweiten Schritt darüber diskutieren, wie wir die bestehenden Verfahren, die es gibt, Vorabentscheidungen, die jetzt in der Frage der polnischen Justizreform eine besondere Rolle gespielt haben, Fragen des Vertragsverletzungsverfahrens, Fragen des Artikel 7-Verfahrens, wie wir das effizienter gestalten können. Und gerade mit Blick auf die Vertragsverletzungsverfahren schlagen wir vor, dass man das zusammenbinden kann zu systemischen Vertragsverletzungsverfahren, um den dahinterliegenden Wertungen auf die Spur zu kommen. Und, meine Damen und Herren, ein Punkt ist auch schon genannt worden. Wir wollen auch, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft einen besonderen Fokus auf das Thema EU-Rechtsstaatlichkeit legt und sich dafür einsetzt, dass im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens eine Kopplung stattfindet an den Rechtsstaat. Wer europäische Werte mit Füßen tritt, der darf nicht auch noch mit europäischen finanziellen Mitteln nach Hause gehen. Und deswegen muss das auch ein Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf aufmerksam, dass die Urnen zur namentlichen Abstimmung noch geöffnet sind. Wir haben noch 4 Minuten zur Abstimmung. Ich bitte um ein Zeichen, falls sich eine Kollegin und ein Kollege gehindert sieht.
an der Abstimmung teilzunehmen. Dann können wir das auch noch mal verlängern. Aber nach meiner Beobachtung geht das jetzt nach der Verlegung der... Okay, also dann bitte ich um ein Zeichen der Rednerinnen und Redner, ob sie schon abgestimmt haben, und bitte dann aber nach ihrem Beitrag das auch unverzüglich vorzunehmen. Das Wort hat in jedem Fall jetzt der Kollege André Hunko für die Fraktion Die Linke.